Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. Und ich sehe gerade, dass wir ein Food Shortage haben und dass unser Morpheus-Projekt gleich fertig ist. We have a food shortage. Wow. Wo ist denn a food shortage. Okay, langsam geht hier wirklich so ein bisschen die Nahrung. Also hier ist noch genügend, ne? Aber ich sehe schon, dass es langsam eng wird. Okay. Okay, das ist okay. Das langsam ist es hier hinten okay. Dann bauen wir hier noch kurz ein, zwei Farmen hin. Wo sind die denn nochmal? Farmen? Ach, hier, Lebenshaltung, ne? Ja, da, Farm. Zack. Und dann vielleicht noch zwei Hydrokulturfarmen. Weil die ja platztechnisch besser dahin passen. So, hier sagen wir. Was ist denn mit Quinoa? Durchschnittlicher Ertrag, riesiger Mais. Nee, ich hätte jetzt ganz gerne erstmal wieder Soja. Ich weiß, es ist sehr, sehr einseitig, die Ernährung hier mit Soja. Aber ja. So, riesiger Reis. Das klingt ganz gut. Da können wir riesigen Reis lassen. Und hier, da gibt es jetzt nicht so die krassen Auswirkungen, würde ich sagen. Nehmen wir mal ein bisschen Gemüse, ein paar Gurken. Ja doch, Gurken sind gut. Machen wir das. So. Und dann kriegen die auch wieder Essen. Ich meine, die können momentan zwar noch von dem hier, ja doch, sich ein bisschen ernähren, würde ich sagen. Wir können ja mal schauen, ob wir hier eins von den Sojafeldern ein bisschen umbauen. Das bringt jetzt in 5 Sol 40 und das bringt in 2 Sol 17 und das bringt in 2 Sol 23. Das ist effizienter auf jeden Fall. Das verbessert zwar den Boden nicht, aber der ist ja schon auf 100%. Deshalb würde ich sagen, stellen wir hier mal auf riesigen Weizen um. We have a food shortage. Ja, aber so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Die können doch von dem anderen da. Hier mit den Shuttles und so. We have a food shortage. Research complete. Also, die Shuttle bringen noch Essen. Interplanetare Astronomie. Ah, das ist das Ding. Okay, cool. We have a food shortage. Ja, komm, das hält sich sehr in Grenzen. Es hält sich doch sehr in Grenzen, weil wir haben hier noch genügend. Und die Shuttles. We have a food shortage. Ich sehe gerade, dass die hier gar nicht. Hä? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben überhaupt nicht genügend Shuttles. We have a food shortage. Das ist natürlich schon irgendwie doof. Aber ich würde sagen, da arbeiten wir mal dran. Denn Shuttles wären schon eine feine Sache. We have a food shortage. Ja, jetzt übertreibt halt nicht. So, ich wollte mir der Gerät hier anschauen. Okay, das sieht echt crazy aus. Verliehene Eigenschaften, Lebenszeit. Gelassener Enthusiast, Partyliebe, fit. Gamer ist also eine positive Eigenschaft, oder? Okay. Religiös auch, okay. Heilig. Aha. Sexy, strapazierfähig, Überlebenskünstler, Workaholic. Ja, krass. Also das macht jetzt quasi positive Gedankenmanipulation. Kann Gedankenmanipulation positiv sein? Ja. Oder? Ja, doch, glaub schon. Boah, wir haben jetzt das Ding hier mit 96 gebaut und es ist halt immer noch nicht genug Platz. Alt, 903, okay, also die langsam vermehren die sich fast ein bisschen zu schnell, ne? Also. We have a food shortage.
We have a food shortage. Ja, was denn? We have a food shortage. Ja, die sind alle hier in dem einen Dom. Jetzt wartet doch mal ein bisschen. We have a food shortage. Bis hier die Ernte eingefahren wird. Und warum? We have a food shortage. Alter. Warum schaffen die Shuttles doch kein Essen ran? Wir haben doch genug Essen hier. Wir haben 3400. Ich meine, die können ja auch von hier zur Not was nehmen. Oder von hier. Ich meine, yo. Schaut euch das an. Wir haben die massivste Überproduktion. Die Shuttles sollten noch in der Lage sein, das auszugleichen. Jetzt haben wir hier nochmal 8 Shuttles mehr insgesamt. Das wird ja jetzt wohl reichen. We have a food shortage. Aber es werden weniger. 4, 3, 2, 1 und weg. Sag ich hier. Shuttles regeln das schon. Also. Omega-Teleskop. Für zu bahnbrechenden Technologien braucht 300 Schaltkreise. 214. Okay, also bis auf die elektronischen Teile ist es nicht so das Problem. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das Teleskop denn hinbauen. Denn wir müssen die Siedlung hier, wir haben sie gesehen, auch noch erweitern, weil wir einfach zu viele Menschen haben. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, Kuppeln zu bauen. Neue. So, was nehmen wir da denn für welche? Überall Megakuppeln? Oder mittlere? Ach krass, man kann da einfach drüber bauen. Okay. So, dann bauen wir mal hier eine mittlere hin und hier oben eine Megakuppel. Dann können wir hier nämlich das Omega-Teleskop zwischenbauen. Und wir brauchen noch einen Drohnenhub, der hier alles versorgt. Der wäre hier oben wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, und dann vielleicht sogar noch einen Shuttle-Hub hier oben irgendwo. Einen Shuttle-Hub würde ich fast neben den Drohnen-Hub bauen. So. Na gut, damit der Drohnen-Hub gebaut werden kann, brauchen wir natürlich erstmal einen mobilen Drohnen-Hub. Einmal hier rüber bitte. Und wir brauchen natürlich ein Universallager. Lager, Universallager. So. Damit hier auch von den Shuttles Ressourcen hin transportiert werden können. So. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier, ach ja, ich muss ihn gar nicht anklicken, Forschung, Nachschub, dass wir hier Passagierrakete, Weltraumlift, vielleicht doch noch ein paar, Alter, wir haben nur noch 23. Okay. Dann bestellen wir mal 200 für 2 Milliarden. Oh, ich dachte irgendwie, das wären 230 gewesen. Oder sind die alle schon hierher? Sind die ein bisschen überfordert? We have a delivery on the space elevator. Sehr gut. Oh, uns gehen die Ingenieure aus. Das bilde ich eigentlich aus. Wissenschaftler, um Gottes Willen. Da haben wir jetzt mit Sicherheit zu viele. Aber da habe ich nicht mehr drauf geachtet, muss ich zugeben. Da habe ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Jetzt arbeitet in der Bar und so weiter. Ne, da arbeiten keine Wissenschaftler. Hier arbeiten Botaniker, das ist gut. Wovon brauchen wir denn jetzt noch was? Also Wissenschaftler mit Sicherheit nicht mehr, ne. Mediziner auch nicht. Pack ihr Ingenieure. Also Ingenieure ist momentan wieder massiv im Kommen. Aber wundert mich nicht.
Wundert mich nicht. So. Hier ressourcentechnisch. Müssen wir mal gucken. Wieso sollte hier ein Food Shortage sein? We have a food shortage. We have a food shortage. We have a food shortage. Was ist denn hier los? Warum? Hier und da immer wieder hungert mal einer. We have a food shortage. We have a food shortage. Okay, das ist echt nervig. Muss ich zugeben. Echt nervig. Was ich noch ganz gerne bauen würde, das geht hier unten gar nicht mehr. Hier oben ist noch Platz. Wäre, weil wir haben ja gesehen, dass wir einen Mangel haben. Lager, Produktion, eine Maschinen-, nee, eine Elektronikfabrik. Und zwar da. So. We have a food shortage. Die beiden hier kriegen mal höhere Priorität, bitte. Oh, die erste Kuppel ist gleich fertig. Krass. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. Ja. We have a power shortage. Ach was. Erzähl mir mehr. Ja, von welcher Kuppel macht jetzt am meisten Sinn? Eigentlich eher von der, ne? Weil das eher die Durchgangskuppel ist. Ja. Da habe ich mal wieder richtig mitgedacht. Aber so richtig. Hier kann man nämlich nichts hinbauen. Denn ich wollte hier anschließen und hier scheint das etwas problematisch zu sein. Verdammt. Können wir hier noch so eine kleine Kuppel, ne, zwischen reinbauen? Ja, es ginge sogar. Hier, die ist ganz gut. We have a food shortage. Bauen wir die so hin. So. We have a food shortage. Milestone achieved. Jawohl, 1000. 1000, Kolonisten, das ist schön. Die Frage ist, was heißt 40% der Arbeiter sind in Werkstätten? We have a food shortage. Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. We have a food shortage. Okay, hier vorne haben wir die Stromversorgung, Stromkabel, die uns fehlt. Und zwar, das wäre das Omega-Teleskop, das heißt, wir schließen das in die Kuppel hier an. Ja. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Kuppel hier fertig. Dann bauen wir hier zwei Durchgänge rein und dann haben wir das Problem auch gelöst. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Durchgang hier rein und hier wieder raus, damit wir dann zwei komplette Felder noch haben. So, hier fehlt nur noch ein Metall, also mach hinne. Dankeschön. Dann können wir direkt zu den Durchgängen gehen. Ja. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. So, und jetzt gehen wir quasi so hier lang. Und hier so lang. Das versorgt dann die beiden Kuppeln mit allem, was man braucht. Und mir fällt gerade auf, dass dieser Durchgang hier die falsche Farbe hat. Wir wollten alle in weiß machen.
So. Die brauchen nur Beton. Und davon haben wir hier praktischerweise direkt in der Nähe so 2, 3. So. Na komm, baut schon. Und hier ist die Frage, was wir hier reinbauen. We have a food shortage. Ah, hier gibt es keinen Spitzenplatz, okay. Denn ich würde hier ganz gerne reinbauen Folgendes. Na. Da ist wieder. Eine Farm und noch eine Farm. Und eine Hydrokultur. So. Dass wir hier auch so eine kleine lokale Nahrungsmittelproduktion haben. Für den Fall, dass die Zentrale mal wieder ein bisschen versorgt. Also versagt man natürlich nicht versorgt. Ein Treibstoffdepot für den hier. Okay, ich sehe auch, die hätten ganz gern hier mehr Ladestationen. Das können wir auch machen. Das war auch irgendwo hier. Aufladestation. Ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die jetzt von dem auch mit Strom versorgt werden. Also das ist 0,8 Metall, okay. So. Ja, die werden jetzt natürlich gerade nicht bewirtschaftet. Hier würde ich mal... riesiges Weizengras nehmen. Und dann hier noch ein paar Nahrungsspeicher. So. Na, natürlich werden die nicht versorgt. Alles klar. Dann brauchen wir ein Stromkabel, das wir einmal hier so... Ne, okay. Einmal hier so rüberziehen. Und das verbindet sich dann hier mit dem Ding und dann versorgt es die. Könntet ihr das vielleicht mal kurz bauen, damit eure Kollegen hier nicht ewig warten müssen, damit sie laden können? Vielleicht, bitte, heute noch. Wie viele Bausätze haben wir noch? We have a food shortage. Das ist natürlich nicht so viel. We have a food shortage. Ja. We have a food shortage. Ich, 30. Warum ist das schon wieder kein Essen? Sag mal, was ist denn hier los bei denen? Fressen die so viel, oder? Alter. Lagerraum ist voll. Aha. I see. Also Metallprobleme können wir mittlerweile wirklich ausschließen. Was? Wir haben keinen Strom mehr. Ach du Scheiße. We have a food shortage. Ist das vielleicht das Problem? Okay, wir brauchen dringend einen Fusionsgenerator hier irgendwo. Bauen wir den mal hier in die Nähe vom Teleskop am besten, oder? Oh, hier einfach so. So, hohe Priorität. Holy shit. Holy shit. So. Also der hier muss der allererste sein, das ist eh klar. Crop failure reported. Ja, okay, da ist er okay. Da ist ja noch keiner, der da arbeitet. So, eigentlich wollte ich jetzt gerade sagen, wow, wir haben echt einen Ingenieursmangel. Wir brauchen hier, wie viel auch immer ich bestellen kann. Gibt's ein Limit? Scheinbar nicht. Machen wir mal 40. Alles klar. So. Wie sieht eigentlich hier aus? Hier sieht es ganz gut aus. Das ist fertig.
Okay, wir brauchen dringend mehr Ingenieure. Wir brauchen 64, Alter. Ja, Mars-Uni, es wird Zeit. Was bildet eigentlich die hier aus? Ach, Mediziner, davon haben wir auch viel zu viele. Mach auch Ingenieure. Deshalb brauchen wir auch keine Mediziner mehr. Hier, lauter Mediziner, die hier in der Sicherheitsstation arbeiten. Resources are low. Und hier, oh Mann, okay. Gebäude mit erschöpften Vorkommen. Ein Wasserextraktor, okay. Gut, dann können wir den hier abreißen. Ein Wasserextraktor, also. Der hin ist. Und da ist noch was. Das müssen wir mal ersetzen. Ich glaube zwar, wir haben noch genug, aber lieber gleich ersetzen, als bevor es zu spät ist. Crop failure reported. Research complete. Ja, okay, hier sind ja auch keine Spezies. Crop failure reported. Okay, es tut mir sehr leid, aber ich schalte auf ewige Fusion. Befindet sich im Bau. Wir brauchen hier keine Arbeiter. Vor allem keine Ungebildeten. Keine Spezialisierung, aber Hauptsache Fusionskraftwerk arbeiten. Ist klar. Mann. Na, wird das halt noch was? Na, vielleicht eher morgen. We have a food shortage. We have a food shortage. Ja. Das wird schon. We have a food shortage. Das wird schon, habe ich gesagt. We have a food shortage. Okay, vielleicht lasse ich die Universität auch was anderes ausbilden, und zwar Botaniker. Die brauchen wir nämlich auch recht. We have a food shortage. Vielleicht brauchen wir auch We noch have eine a food shortage. Ich glaube, wir brauchen auch noch eine Universität. Ja, wo? Am besten hier oben dann. Hier oder in der ganz großen ist wahrscheinlich noch besser. Okay. We have a food shortage. Wie sieht es mit dem Upgrade aus? Hier sind auch ein paar Ingenieure drin. Das ist grundsätzlich ganz gut. Aber ja, das hier wäre einfach besser. Läuft mit 150 Leistung und aktuell mit 95. Also von dem her schlimmer kann es nicht werden. Resources are low. We have a food shortage. Wir haben doch so viel. Vor allem hier, weißt du. Hier sind 4 Farmen und tausende Essen gespeichert. Ich hab kein Essen. Oh Mann. So, wir brauchen hier oben definitiv mehr Drohnen. Das ist klar. Und, Alter. Und wir brauchen hier oben mehr Shuttles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, die bringen alles direkt darüber. Ist okay. Wir sollten nochmal bestellen. Gut, dass wir genug Cash haben. Weltraumlift. So, dann nehmen wir einfach nochmal 200 für 2 Milliarden. So. Na, dafür haben wir ja Geld angespart. Und ich meine, wir haben auch noch sehr viel auf Halde. Also wir könnten locker easy wieder Milliarden verdienen, wenn wir es brauchen würden. We have a delivery on the space elevator. Und da ist es auch schon alles easy.
So, es wäre mir zwar lieber, wenn das hier endlich mal fertig wäre. Statt das hier zu bauen, nehme ich extra eine niedrige Priorität. Oh, ja, ich sehe das Problem. Ist okay, ist alles okay. Ich habe das Problem gesehen. Bitte nicht schlagen. We have a food shortage. Ja, ist ja... Alter, wie viele hungern hier gerade? Warum? Warum? Gut, jetzt ist dann bald Erntezeit, aber... Was soll das? Gut, ich meine, es wird jetzt gleich 40 Nahrung bringen, ne? 40. Das ist schon krass. We have a food shortage. Und das hier noch mehr, weil da wenigstens lauter Botaniker arbeiten. Ja, das Problem löst sich gleich von selbst. Wie lange dauert's noch? We have a food shortage. Zeit bis zur nächsten Ernte unter einem Sol. Also bitte. Chillt mal. Acht, ja. Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich geht's runter. Vielleicht ist es auch Stromerzeugung, die dann auf 150 geht. Aber selbst dann können wir damit leben. Ja, ein Teil noch. Was ist mit ihm? Ist der obdachlos? Okay, gut, dass die Kuppel ja gerade fertig ist. Na. Wo sind denn... Okay, also ich baue hier auch mal zwei Apartments rein. Einfach nur, damit wir vorübergehend ein bisschen was haben und dann... Ja, das sind halt die Notfalldinger, ne? Also die Apartments sind halt quasi so, bevor jemand obdachlos ist. Okay, das Ding ist aktiv. Sehr schön. Stromerzeugung läuft. Bringt mehr als vorher. Optimal. Fusionskraftwerk läuft. Wir haben wieder Energie. Puh. Oh, das braucht 110 Energie. Alles klar. Aber es hat auch schon 196 positive Eigenschaften verbreitet. Ich frage mich, wie das Gerät jemanden sexy macht. Ich meine, das ist ja eher eine physische als eine psychische Eigenschaft. Und ob ein Partylöwe wirklich so eine krass positive Eigenschaft ist. Ich meine, das ist halt... Ich würde sagen, das ist eine neutrale Eigenschaft. Manche finden es gut, manche schlecht. Aber das einfach so zu verallgemeinern, finde ich jetzt ein bisschen schwierig, aber okay. We have a food shortage. Ja, sehr gut. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann aber soweit. Für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge expandieren wir weiter. Und ja, es sieht so aus, als wären wir bald schon sehr, sehr weit. Wir schalten jetzt dann noch Durchbrüche frei und dann, ja, sieht's gut aus. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.